Willkommen zu unserem virtuellen Stadtrundgang Trier im Nationalsozialismus. Der Rundgang führt zu Städten der Gewalt und des Terrors in der Nazizeit, aber auch zu Widerstand, den es hier in Trier gab. Der Rundgang hat normalerweise 10 Stationen. Wir stellen Ihnen heute 3 Stationen exemplarisch vor und erwähnen die anderen Stationen kurz. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite www.stadtführer.de. Hier in der Sichelstraße, Ecke Rindertanzstraße, startet unser Rundgang. Hier stand früher das Bischof-Korum-Haus. Wir erzählen bei unserem Rundgang, wie die Nazis das Haus ab 1942 als Sammelgefängnis nutzten. Mehr als 600 Trierer Jüdinnen und Juden wurden 1933 bis 1945 in die Konzentrationslager deportiert. An dieser Station erzählen wir darüber mehr. Jetzt geht es weiter mit 2 Stationen, die Uli Dann und Toni Schneider vom Arbeitskreis Trier im Nationalsozialismus der AG Frieden vorbereitet haben. Sie führen neben 4 weiteren Ehrenamtlichen diesen Rundgang auf Anfrage und zu Gedenktagen wie dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, für Gruppen und Interessierte durch. Danach haben wir eine 3. Station zum Thema Gewerkschaften aufgenommen. Diese wird der heutige Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes der Region Trier, James March, vorstellen. So, wir stehen hier Simeonstraße, Ecke Glockenstraße. Ich habe hier 2 Aufnahmen, die sind an etwa derselben Stelle gemacht, wo wir uns jetzt befinden. Wir zeigen die festlich geschmückte Simeonstraße mit Hakenkreuzfahnen anlässlich eines NSDAP-Kreistages 1937. Die Menschen stehen eng gedrängt, dicht beieinander, heben die Hand zum Hitlergruß. Wenn man aber genauer in die Gesichter der Menschen schaut, sieht man kein Lachen und auch kein Lächeln. Es sieht alles sehr inszeniert aus. Das ist es auch. Verantwortlich dafür ist Propagandaminister Josef Goebbels, weil er verstand es perfekt, bei diesen Aufmärschungen, Inszenierungen die Menschen zu manipulieren. Es stellt sich auch die Frage, ob man den Mut bewiesen hätte, bei dieser Veranstaltung den Hitlergruß zu verweigern oder Widerstand auf eine andere Art und Weise zu zeigen. Ich vermute mal nein. Auch ein Resultat dieser Propaganda ist definitiv der Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1.9.1939. Auf diesem Foto sehen wir die Simeonstraße nach einem Bombenangriff 1944 auf Trier. Trier ist zu 80% zerstört, wie viele andere Städte im Deutschen Reich auch. Auch das ein Resultat der Propaganda von Josef Goebbels. Wir stehen hier am Hauptmarkt. In der guten Stube Triers gab es vor 1933, also bevor die Nazis an die Herrschaft kamen, bereits Straßenkämpfe. Und davon will ich erzählen. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die Parteien in der Weimarer Republik sich eigene Ordnungsdienste geschaffen haben, schon allein um die eigenen Veranstaltungen vor fremden Störungen zu schützen. Die NSDAP hatte 2 solche Ordnungsdienste, die SS und die SA. Die letztere war eigentlich eher so ein Schlägertrupp. Und nun erzähle ich, was Augenzeugen vom Sommer 1932, genau dem 25. Juni, erzählt haben. Die SA marschiert, kommend von der Nagelstraße durch die Brotstraße und da hinten kommt sie an der Grabenstraße hier an und sie singt natürlich ihr Horst-Wessel-Lied, die Straße frei den braunen Bataillonen. Und wer nicht früh genug ausweicht, der wird brutal beiseite gestoßen. Es fallen dann irgendwann Warnschüsse und die Spaziergänger, und an diesem Sonntagmorgen war hier einiges unterwegs, fliehen in die Seitenstraßen und die Hauseingänge. Ein Teil der SA geht weiter zur Glockenstraße, also da hinten durch die Simeonstraße weiter, und ein anderer Teil will hier bleiben. In dem Stammlokal hinter mir war nämlich das Lokal der Goldene Brunnen. Sie bleiben eine Weile hier stehen und dort drüben, zwischen dem Brunnen und dem Domstein, steht eine Gruppe von Kommunisten.
Ein paar aufreizende Zurufe gehen hin und her. Gegen das Horst-Wessel-Lied wird die Internationale angestimmt. Und nach den Berichten des Augenzeugen gibt es auf einmal einen Pfiff und SA stürzt sich auf die Kommunisten. Die sind in der Minderzahl und fliehen dort rüber in die Grabenstraße. Die SA nimmt die Verfolgung auf, es fallen auch Schüsse, es gibt Verletzte auf beiden Seiten und die Ärzte, die in der Nähe wohnen und Krankenschwestern, versorgen die Verletzten. Die Polizei versucht, für Ruhe zu sorgen. Gegen 2 Uhr nachts gelingt es ihr endlich. Und in dem Schaufenster, wo heute die Kofferecke Ludwig ist, sind 2 Schaufenster durchschossen. Das hat natürlich damals keiner fotografiert. Aber die stolze SA hat 1935 eine Übung für Straßenkämpfe genau hier auf dem Hauptmarkt gemacht. Das kann man hier gut sehen. Davon gibt es Fotos. Der Hauptmarkt sah am Ende dieses glorreichen Großdeutschen Reiches so aus. Das war das Ergebnis. Wir befinden uns hier in der Dietrichstraße in Trier. In diesem Haus hatte der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund von 1929 bis 1933 seine Zentrale. Die Arbeiterbewegung in Trier hat nur eine relativ kurze Geschichte. 1918 wurde ein Arbeiter- und Soldatenrat gewählt. In diesem waren vertreten Vertreterinnen und Vertreter der Freien Gewerkschaften, der SPD und der USPD. Danach entwickelten sich die wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen, die man so aus der Arbeiterbewegung kennt. Es wurden Jugendheime gegründet zur politischen Bildung, Gesangsvereine, Warenläden, aber auch eine Bibliothek. Die Arbeiterbewegung kam dann durch die Besetzung der Franzosen an der Ruhr zum Erliegen und belebte sich erst 1924 wieder. Doch schon 1925 wurde die erste Ortsgruppe der NSDAP gegründet und diese ließen von Anfang an keine Zweifel an ihren demokratiefeindlichen, antisemitischen und antibolschewistischen Einstellungen. Aber auch gesellschaftlich hatte die Arbeiterbewegung es nicht leicht hier im katholisch geprägten Trier. Denn schon 1928 sagte der Trierer Bischof Bornewasser, dass Katholiken, die sich in der Arbeiterbewegung engagieren, dadurch ihr Recht auf die Sakramente der katholischen Kirche verwehrt hätten. Am 11. März 1933 wurde dieses Haus dann zum ersten Mal von der SA gestürmt. Schlussendlich, am 2. Mai 1933, einen Tag nach dem Kampftag der Arbeiterbewegung, wurde dieses Haus endgültig von der SA besetzt und im ganzen Reich die Arbeiterbewegung zerschlagen. Wir stehen jetzt hier in der Jesuitenstraße. Im Hintergrund sieht man das Priesterseminar. Vor diesem Priesterseminar sehen wir 7 Steine von Priestern, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Die beiden Bilder, die ich hier hingelegt habe, zeigen 2 Priester, die im Nationalsozialismus im KZ ums Leben kamen. Wenn Sie mehr über die Geschichte wollen, besuchen Sie einen Rundgang von uns und Sie werden informiert. So, wir hoffen, Sie haben mit den 3 Stationen des virtuellen Rundgangs Neues gehört und erfahren, wie so ein Rundgang, der mit allen 10 Stationen rund 90 Minuten dauert, in etwa aussieht. Neben dem Rundgang Trier im Nationalsozialismus bieten wir noch den Rundgang Stolpersteine erzählen an. Dabei geht es um Biografien von Trierer Opfern des Nationalsozialismus, für die Gedenksteine im Boden verlegt wurden. Wenn Sie für Ihre Gruppe oder Schulklasse so einen Rundgang gegen das Vergessen buchen wollen, rufen Sie hier im Büro an oder schreiben Sie eine E-Mail und sagen Sie uns möglichst etwa mit 4 Wochen Vorlauf Ihre möglichen Wunschdaten und Uhrzeiten. Wir antworten dann, wann einer der ehrenamtlichen Stadtführer den Rundgang mit Ihnen durchführen kann. Der Stadtführer wird zudem weitere Details und Treffpunkt, Dauer des Rundgangs sowie Kenntnisstand der Gruppe mit Ihnen besprechen. Eine gute Gruppengröße sind 8 bis 20 Personen. Wir führen den Rundgang aber auch für größere Klassen und Gruppen durch. Die Kosten von 70 Euro können Sie bar oder gegen Rechnung entrichten. Daran soll es aber nicht scheitern. Denn es ist uns wichtig, dass viele Menschen mehr über dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte erfahren und daraus auch für heute und aktuelle Gefahren von rechts etwas lernen können. Ich schließe mit einem Zitat des Holocaust-Überlebenden Primo Levi.
Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.